Limit wird ganz genau hinschauen zusammen mit Herrchen Mike, weil die beiden könnten noch von denen hier, nämlich von Juna und Stefan, verdrängt werden aus dem Doghouse. Da wollen die natürlich rein. Und die beiden gucken auch hin. Rechts ist die Freundin und unser Sascha mit Chelsea, unserem aktuell Last Shorty Standing. Der guckt auch ganz genau hin, weil jetzt entscheidet sich der Titel. Last Shorty Standing, wird das Juna mit Stefan oder Sascha mit Chelsea? Ist Juna schneller als 2,28, ist sie Last Shorty Standing. Vielen Dank. Bitte. Für uns lief es bis hierhin ganz gut. Wenn der Slalom einigermaßen funktioniert, und der funktioniert richtig gut. Ja, ist sie durch. Wir waren letztes Jahr schon dabei. Der Unterschied ist einfach, dass ich dieses Jahr auch die Handbremse gelöst habe und einfach mal Gas gegeben habe. Super, Druck. Ich bin immer stolz auf sie, egal wie es läuft. Die ist immer super. Super, jawohl. So, und jetzt? Ja, jawohl. Also easy peasy. Also das Bestzeit für heute easy Abend. Peasy. Fürs Finale haben wir uns vorgenommen zu gewinnen. Und Juna hat aber das Potenzial, das muss man sagen, auch unter die Top 6 zu kommen. Jupp. Der einzige Shorty hier im Feld, der es über die reguläre Wertung ins Finale geschafft hat. Und wir sehen, warum. Ja, war unter den Top 3 in ihrer Vorrundensendung. Ah, und das kostet Zeit. Ja, sie ist einfach ein bisschen überdreht, ne? Übszeit. Übszeit. Super. Ja, und das Bällebad war bisher am heutigen Abend noch kein Problem. Hopp, hier, nee. Nee, dafür sind die alle zu gut. So, hier, Juna, hopp. Super. Ja, und er macht das super, indem er diese Ruhe behält. Und ja, das ist wichtig, weil noch kann das gehen. Und das ist ganz interessant. Ein so aktiver Hund wird im Verlaufe des Parcours durch seine Ausstrahlung, durch ihre gemeinsame Bindung ruhiger. Ja. Ja, super. So, jetzt aktiviert er Juna wieder. Super, weiter, weiter. Super, super, weiter. Ja. Über alle drüber. Also ich sag dir was, für die Top 6 wird das nicht reichen. Nee, leider nein. Aber die 2,28 von Chelsea, die sind natürlich drin. Möglich. Ja, aber auch hier haben sie, wie Chelsea da mit Sascha vorhin, ein paar Probleme an diesen Pins. Die 30 Sekunden sind gleich um. Du darfst helfen, du darfst alle umwerfen. So, jetzt muss er das schneller machen, er kann das jetzt schneller machen. So, und ich sag dir was, das ist für Chelsea und Sascha noch nicht vorbei. Also die sind im Moment führend in der Last Shorty Standing Wertung. Wir haben nur die beiden dabei. Ja. So, aber das hier sieht jetzt schon wieder sehr gut aus. Also das entscheidet sich da hinten raus auf den letzten Metern und beim Popcorn. Nein, sehr gut. Super, sehr gut, weiter. Jawohl. Also wir können jetzt schon sagen, dass es nicht reicht, um unter die Top 6 zu kommen. Damit ist Limit dann doch noch dabei. So, und ein Selbstgänger ist das nicht im Vergleich zu Chelsea und Sascha. Genau, kannst du ihn reinpacken in die Röhre. Genau, und weiter geht's, weiter geht's. Wenn sie jetzt gut durchkommt, ist sie Last Shorty Standing. Gibt es da irgendwelche Probleme am Wasser, dann macht Chelsea das Rennen. Aber es gibt keine Probleme. Und wenn nicht was Komisches passiert, dann sehen wir jetzt hier gerade auf den letzten Metern den Last Shorty Standing bei Top Dog Germany 2022. Und jetzt ist es so, Juna hat das Ding. Aber das ist Last Shorty Standing. Die beste Hündin aller kleinen Vierbeiner, die hier dabei waren. Also die unter 40 cm. Mischling, Aussie, Münsterländer. Und jetzt mit Herrchen Stefan bei unserem Mischling. Nein. Nur von der Frisur her, Laura. Nur von der Frisur. Du bist süß heute, oder? Ja. Sehr süß. Ich wollte mich den Hund ein bisschen anpassen. Aber Juna findet alles interessanter als uns beide hier jetzt gerade irgendwie, ne? Balljunkie. Balljunkie, total, ja. Also Stefan, ich muss dir erstmal auch ein Riesenkompliment machen, weil ich hatte das Gefühl, Juna war ein bisschen aufgeregt heute, ein bisschen nervös, und du hast dann mit deiner ruhigen Art sie so schön runtergebracht im Parcours, dass sie alle Hindernisse wirklich Stück für Stück in Ruhe abarbeiten konntet. Ist das wirklich deine Art, die sie dann beruhigt, oder hast du da auch noch ein, zwei andere Tricks? Nee, das ist, also meine Art ist es nicht, aber meine Vorgehensweise. Also ich bin tausendmal aufgeregt als der Hund. Ja? Aber ich muss sie halt bremsen, sonst überdreht sie. Juna, komm mal her, Maus. Ja, Juna, du willst den Ball, ne? Ja. So, wir stellen uns mal hin, Stefan. Jawohl.
Ich bin eine alte Frau inzwischen. Mir tun die Knie irgendwann weh. Ihr seid da ein bisschen fitter. Und ihr seid ja als Shorties angetreten. Ja. Ihr habt es zwar als in der normalen Wertung hier ins Finale geschafft, aber geht jetzt im Finale natürlich in der Shorty-Wertung auch an den Start. Und da galt es, Sascha und Chelsea zu schlagen. Und es war sehr knapp. Ja. Sehr, sehr knapp. Aber am Ende habt ihr den Titel geholt und werdet Last Shorty Standing bei Top Dog Germany in diesem Jahr 2022. Und deswegen, Judah, habe ich dir auch was mitgebracht. Guck mal. Ja. Also, großer Applaus für euch. Judah, guck mal hier, mit Ball. Vielleicht will Herrchen die Medaille anhängen. Stefan, ist doch cool, oder? Freut ihr euch? Ja, klar. Guck mal, jetzt habe ich den Ball hier. Soll ich dir das mal... Guck mal. Also, Last Shorty Standing. 5.000 Euro bedeutet das für euch und natürlich auch 1.000 Euro für die Tierschutzorganisation eurer Wahl. Wo geht's richtig hin? Ich bin so nervös, ich hab's vergessen. Du freust dich gerade so, ne? Ich kann das verstehen. Und soll ich dir was verraten? Ich weiß, wo eure Kohle hingeht. Ja, Hundeliebe grenzenlos. Genau, da genau, geht's so hin, ne? Sieht's aus, ja. Ja, da geht's hin. Also, viel Spaß mit den 1.000 Euro. Der Verein kann bestimmt was damit anfangen und ihr habt uns begeistert und verzaubert. Last Shorty Standing hier bei Top Dog Germany 2022. Stefan und Juna,